Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Cubacell Tour. Seit kurzem hat man tatsächlich in Kuba auch die Möglichkeit, als Tourist eine sogenannte Cubacell Tour SIM-Karte zu kaufen. Hierbei geht es tatsächlich darum, dass man ja eine Karte hat, mit der man 30 Tage im kubanischen Handynetz sich bewegen kann. Soll heißen, mit dieser Karte hat man grundsätzlich erstmal 20 Minuten freie Telefonie, 20 SMS frei und 1 Gigabyte Datenvolumen, um auch mal im Internet zu surfen, beziehungsweise WhatsApp etc., auch die Familie, Freunde, Bekannten zu Hause auch mal zu kontaktieren. Das ist deswegen ganz schön, weil es ja in den letzten Jahren immer weitere Entwicklungen in Sachen Internet auf Kuba gab. Wenn man mal ein paar Jahre zurückblickt, und ja, sei es nur 5 bis 10 Jahre, war der Zugang zum Internet sehr, sehr eingeschränkt. Es gab halt Internetcafés, dort konnte man halt hin für sehr, sehr viel Geld. Und ja, das hat sich weiterentwickelt. Seit einigen Jahren ist es halt möglich, in den öffentlichen Parks ins Wi-Fi zu gehen. Dafür braucht man halt eine Zugangskarte, die kann man sich bei Etexa kaufen. Etexa ist der örtliche Telekommunikationsanbieter oder Provider. Und dort war es dann halt möglich, mit einem Stundenvolumen ins Internet zu gehen. Das wurde auch weiter und weiter und weiter entwickelt, mittlerweile sogar so weit, dass auch Mobilfunk möglich ist. Ja, also auch über Mobilnetze kann man ins Internet gehen und auch das nutzen die Kubaner immer mehr und mehr aus, logischerweise. Ja, und wir sind nun im Jetzt angekommen, denn Etexa, also Kuba, bietet in dem Fall aktuell tatsächlich auch eine Touristenkarte, beziehungsweise eine, nicht Touristenkarte, sondern eine SIM-Karte für Touristen speziell an. Und diese gilt tatsächlich 30 Tage, mit der kann man also in seinem Urlaub ganz normal surfen, telefonieren, SMS schreiben. Und wenn einem das Volumen an sich nicht reicht, so heißen diese 20 Minuten, 20 SMS und auch diese 1 Gigabyte Datenvolumen, kann man diese natürlich auch noch erweitern. Ja, nun war ich nicht untätig und habe mal geschaut, was ich für euch machen kann. Und mit der Seite swenacuba.com habe ich für euch eine Verlosung vorbereitet. Eine SIM-Karte, also eine Cubacell Tour SIM-Karte, werde ich an einen von euch verlosen. Was ihr dafür machen müsst, unten in den Kommentaren eintragen, I love Cuba. Ja, und das ist alles. Die Verlosung läuft von heute, ja, wie das Video veröffentlicht wird, also den 1. März 2020 bis zum 14. März 2020. Alle Kommentare, die halt innerhalb dieses Zeitraums unter diesem Video eingetragen werden, werde ich dann am 15. März entsprechend auslosen und beziehungsweise mir betrachten und dann halt den Gewinner auslosen und dann entsprechend verkünden. Die Verkündung wird dann halt im Laufe der eines der weiteren Videos erfolgen, beziehungsweise zeitnah dann auch direkt am 15. auf Instagram. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg bei der Verlosung. Macht reichlich mit, teilt dieses Video und bis zum nächsten Mal.